Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metin 2 bzw. Titania, der neue Server, auf dem wir jetzt erstmal weiterspielen werden mit unserem Ninja. Die Kommentare haben ergeben, ihr wünscht euch erstmal einen Nahkampfcharakter, also Nahkampf-Ninja. Das heißt, das klappt auch relativ gut soweit, weil das habe ich ja auch schon bereits vorher ausgewählt. Also es ist schon mal ganz cool, dass ihr das dann auch möchtet und ich das nicht nochmal alles ändern muss. Ja, ich habe mir nochmal ein bisschen was auch angeschaut, wie ich das überhaupt jetzt genau skillen sollte. Wie scheint soll auch am Anfang, also jetzt nach Hinterhalt auf jeden Fall als erstes, soll aber wohl Giftwolke auch ziemlich gut sein, soll als zweites oder drittes, weil es wohl ein ziemlich guter Low-Level-Skill sein soll. So wie ich das zumindest gelesen habe. Ist auch schon ein bisschen, ja, ein paar Jahre her, der Post, den ich da gesehen habe. Ich glaube von 2012, da hat sich natürlich einiges getan. Aber könnte natürlich immer noch aktuell sein. Gut. Aktuell läuft ein Event, und zwar rein theoretisch laufen, also ist noch einer. Rein theoretisch laufen aktuell Mondis, also die Mondlichtschatztruhen, das Event, dass man die gedroppt bekommt. Zumindest, wenn ich alles richtig gesehen habe, seit 19 Uhr bis 23 oder so. Wir haben jetzt 19.40 Uhr, also muss man mal gucken, ob ich irgendwas finde. Kann natürlich gut sein. Wenn ich mich nicht täusche, als erstes müssen Dex und, achso ja, Auftrag 6 abgeschlossen. Wir erhalten keine Ahnung was. Keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Gut. Keiler nehmen wir mal. Wo hatte ich aufgehört? Ach ja, theoretisch gilt man Dex und Wit hoch, also Vitalität und halt das. Hier hat man halt einerseits erhöht das wohl den Damage der Fähigkeiten. Ganz davon abgesehen, dass man nebenbei dann auch noch mehr Schaden macht. What? Das habe ich schon mal erwähnt. Das ist ja das mit mehr Schaden. Dass man halt einen höheren Ausweichwert hat und dementsprechend natürlich weniger Schaden bekommt. Und Vitalität halt, wie gesagt. Das ist, glaube ich, einfach bei jedem Charakter. Ich wüsste gerade keinen, wo man Wit nicht hochskillt. Lass mich mal nachdenken. Ne, ich glaube, es kommt das bei allen Charakteren einfach mit hoch. Ja. Ganz großes Kino. Ja, und dementsprechend werden erstmal 10 Wit so in etwa mehr skillen. Ach, 10 Decks mehr als Wit. Ich bin heute auch echt nicht auf der Höhe, ne? Wir gehen jetzt hier erstmal auf 20. 17, 18, 19, 20 und ziehen das dann jetzt mit hoch. Sehr gut. Mal gucken, wie es dann funktioniert. Also es reicht ja noch. Wir müssen natürlich auch theoretisch die ganzen Quests annehmen, um hier weiterzukommen. Das war doch schon wieder nicht so schlau. Ach. Ich war einfach zu früh draufgeschlagen. Ich hätte ja noch gar nicht regeneriert. Aber wir müssten auch im Itemshop gleich mal dieses Ding besorgen. Ich muss nochmal gucken, wie lange es jetzt genau hält. Es gab ja dieses Gratis-Ding. Beliebter Artikel hier. 3 Tage, ne? Jetzt gratis. Wie lange denn gratis? Wahre Helden, da weiß ich nicht, Beschreibung. Steht das hier irgendwo? Die bringt auf jeden Fall schon mal 50% extra Erfahrung. Physischen Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit, TP, MP. Auf der 3 Tage. Hier steht halt leider nicht, bis wann es die gibt. Ich glaube, na, die müsste es ja noch theoretisch ein bisschen geben. Weil ich möchte die jetzt nicht unbedingt jetzt schon benutzen, wenn ich dann vielleicht jetzt nicht so viel Zeit mehr aufnehmen habe heute oder morgen. Ist das Ding ja schon wieder fast ausgelaufen. Das wäre ja mega öde. Ah, was wollen wir machen? Ja, und natürlich haben wir das hier noch. Das habe ich natürlich gerade ganz vergessen. Damit hätte ich die Wölfe auch schneller down gekriegt. Oder wie gesagt, der Server wirkt auf mich relativ leer. Gut, wir sind jetzt natürlich Channel 1, aber ich meine so botterhaft leer, ne? Du weißt ja, was ich meine. Das hatte ich ja in Part 1 schon mal erwähnt gehabt. Und das finde ich an sich ganz cool. Was brauchen wir nochmal für irgendwie Keiler? Wir können auch... Die erste Biologen-Quest ist eigentlich ziemlich unnötig. Weil wir haben halt einfach unseren Dolch. Und... Na, den haben wir halt. Der ist ja stärker als der Level 3 Dolch, den wir bekommen. Bei der ersten Biologen-Quest. Theoretisch müssten die mal abändern. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ist so unnötig. Müssten die irgendwas Sinnvolleres mal reinpacken. Also, die einfach weggelassen. Das würde ja auch gehen. Ja, mal ehrlich. Nur so ist das halt echt ein bisschen... Nee. Ich weiß nicht. Halt einfach unnötig. Spezialaufgaben. Ja, hier Alpha-Gewölfe. Wenn wir nebenbei mal so mitmachen. Warum ist da ein Bär bei? Wir hätten den hier runtergelockt. Ach, wie unnötig. Aber gut, schaffen wir ja so oder so. Die ganzen Quests auch nebenbei irgendwann machen, einfach um das Young auch zu bekommen, unter anderem.
Nur nicht unbedingt alle in der Aufnahme, weil ihr wisst ja, die habe ich ja schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, das müsst ihr tatsächlich einfach mal sagen, weil ich keine Ahnung habe, ob ihr euch das wünscht, dass ich das nochmal mache oder nicht. Weil es ist ja einfach nur sozusagen gedoppelt, aber gut. Sie könnte seine Hilfe gebrauchen, Untersuchungsbiologen. Achso, ja, das ist dann die zweite Biologen-Quest, ja gut. Ach nö. Ja, easy. Easy. Keiler, können wir direkt mal weitermachen. Das ist jetzt halt hier so ein bisschen nochmal der ganze Anfangsgeschiss, ne? Gehört halt aber auch zum Spiel dazu. Man steckt halt sehr lange in diesem Anfang drin. Theoretisch. Wieder kann man nur sagen, theoretisch steckt man sehr lange an diesem Anfang dran. Geht natürlich relativ schnell, wenn du da jetzt irgendwie schon deinen High-Level-Charakter hast und dann einfach alles hochziehst. Das geht natürlich deutlich schneller, wenn du die Level-Gruppe oder sowas hast. Halt allgemein einfach eine Gruppe. Habe ich ja halt nicht, ne? Aber wo sind denn die, die ich suche? Ah, da sind ein paar. Fünf Stück ist auch so eine dumme Zahl. Die Gruppe besteht aus dreien. Du brauchst fünf Stück, einer steckt fehl, und dann brauchst du theoretisch den sechsten und dann brauchst du noch eine neue Gruppe, bla bla. Naja. Hauptsache, ich bekomme meine Kräuter. Der Rest interessiert mich nicht. Nur weil ich es kann. Balzkette, Level 8. Ansonsten, wir haben auch kein Equipment, das ich wieder anlegen konnte, weil ich mich nicht täusche. Weil die hier halt, die sind ja aber schwächer als das, was wir haben. Sieht nicht danach aus. Die ist halt, die wird verkauft, die Rüstung. Das bisschen Yang lassen wir uns auch nicht entgehen. Also mit dem Bogen. Bringt der überhaupt Geld? Könnte es sein, dass er auch 0 Dollar bringt, ne? Ja, okay, das sieht mir aber nach Butter aus, oder? Nee, nicht zu. Nee. Alles zurück muss nicht sein. Kann natürlich. Level 20 wird hier auf einmal keiner mehr rumlaufen, der Tapferkeitsumhänge benutzt. Na? Komisch, komisch. Ja, bla bla, bla bla bla, bla bla bla, noch drei weitere. Und ich werde es nicht nochmal suchen müssen. Jo, ich habe genügend. Du erhältst 1000 Yang von Erfahrungspunkte und nehme eine Waffe plus 4. Und das ist halt so unnötig, ne? Aber gut. Ich habe auch schade, dass man hier keinen Dolch bekommen kann. Ein bisschen doof. Ach, hatte ich jetzt angenommen? Ja. Was denn? Hä? Was halt hungrige Alpha-Blaue Wölfe, ja gut. Das sind doch auch schon ein paar. Finde ich eigentlich immer ziemlich kacke, aber gut. Muss ich durch. Sind denn die nächsten? Alpha-Grauwolf, Alpha-Blauwolf. Sind keine da oder was? Wo zahlt sich ich danach aus? Kommt schon. Dann sollen wir hier einfach ein paar weg und warten auf den Respawn von den Viechern. Da brauche ich gar nicht, dann sterbe ich jetzt. Ach, muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich gar kein Equipment habe. Es ist so ungewohnt. Schrecklich. Vielleicht geht die auch gleichzeitig hoch, wo die 10 eigentlich jetzt keinen großen Unterschied machen, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube dich. Auch wenn es so wirkt, als würde es nur auf einen gehen, geht natürlich auch Hinterhalt auf mehrere Gegner, schadenstechnisch gesehen. Überhaupt eine Fähigkeit, die nur an einer Person Schaden macht? Und das noch mehr. Ich meine nicht so wirklich. Also alles macht irgendwie so ein bisschen flächenmäßig Schaden drumherum, oder? Nee, gar,
Nee, gar nicht wahr. Die Schamanen haben das sowas. Der Fernkampf. Ja, ich nehme alles zurück. Ja, gibt mehrere. Alles easy. Alles cool. Gibt's wohl doch. Dass nur das anvisierte Ziel auch tatsächlich Schaden bekommt. Wir haben jetzt aber auch hier gleich die nächste Quest schon fertig. Auch wenn wir durch eine Quest natürlich nicht wirklich leveln, wenn wir ehrlich sind. Will ich sie trotzdem haben, weil ich meine, ich bekomme hier jetzt das Schild oder die Rüstung. Und das bringt halt noch ein bisschen Verteidigung dazu. Das brauche ich natürlich. Meinst du, das ist die Rüstung, ne? Das Schild wäre ein bisschen doof. Ich mag das Schild, das hat halt die Bonis drauf. Sind zwar jetzt keine Super-Bonis, aber besser als gar keine für den Anfang. Auch meins. Und der nächste, der die Quest hat, kriegt nicht so einfach hier das Viech. Ist momentan der erhöhte Item-Drop oder sowas? Ich halte hier echt nur Sachen. Naja. Wo ich es auch stehen lassen können, wenn jetzt eines schief geht, ne? Ja, super. Eine unbrauchbare war schon dabei. Ich habe keine mehr, ja. Damit habe ich mir es eventuell gerade selbst kaputt gemacht. Das war jetzt natürlich dann nicht ganz so schlau. Gebe ich offen zu. Müssen wir nochmal nach da hinten laufen. Och, kurz das an. Ich kenne halt schleichendes Gift noch nicht. Oder? Eine der Fähigkeiten, die als neu hinzugefügt wurden, als die Levelgrenze angehoben wurde, oder? Dann kenne ich sie tatsächlich nicht. Muss ich mir einfach nochmal angucken. Der da auch hungrig? Hungriger. Blauer Wolf, super, da fehlt das Alpha. Da ist ein Alpha. Das wollen wir haben. So, dann ist das jetzt auch erledigt. Und dann dürfen wir die Quest damit auch abschließen. Und dann ist ja eh alles chillig. Da brauchen wir einen Zopper, aber auch gar keine Multischatztruhen, wenn ich mich nicht täusche. Also jetzt allgemein, glaube ich. P-Server natürlich ja, aber hier so auf DE. Ich glaube, das ist so ein Botterschutz vielleicht. Ich glaube, das ist man die dann tatsächlich nicht bekommt. Aber mit Level 10 bekomme ich meine nächste Waffe für Junghelden. Ich bin ein Junghelden. Glockenblume, bla bla. Ja, ich halte sehr viel Young und anderes Zeug und eine Rüstung plus 3. Das ist natürlich cool. Es ist schon unterschiedlich, ob ich halt 18 oder 30 Verteidigung habe. Das ist natürlich schon mal ein fetter Unterschied. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Eine Holzhalskette nehmen wir jetzt auch tatsächlich einfach mal eine mit, weil die kann ich einfach anziehen. Was? Ich habe daneben gestochen. Was war das denn? Naja, war jetzt nicht optimal. Wo gehe ich hin? Wir gucken mal ganz kurz, dass wir schon mal unser Lager eröffnen. Und ich so ein bisschen den Crap verkaufe, den ich schon dabei habe. Das behalten wir noch. Der Rest kann verkauft werden, oder? Ich meine schon. Juri, hier können wir uns dann gleich noch die Erfahrung abholen. Ich weiß nicht halt, ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt erstmal leveln kann, werde, möchte. Weil es wird ja eh so ab 18 bis 20 ziemlich zäh. Die Frage ist halt, möchte ich alles davor aufnehmen oder halt eben nicht, weil theoretisch kann ich das einfach überspringen, oder? Die Quest kann ich mir ja so ein bisschen aufheben, aber den Rest. Aber die Viecher kann ich auch ohne Aufnahme downkloppen. Das gucke ich doch eh kein Mensch an dann. Das sieht ja niemanden sowas. Das Postfach. Wo können wir ins Postfach rein, auch wenn da eh nichts drin sein kann? Das denn? Das ist ja. Ja. Wie gesagt, kann ja gar nichts dran sein. Ich möchte das Lager benutzen. Ja. Zahlen. Ja. Lager öffnen. Weiter. Weiter. Und. Ja. Habe ich natürlich noch nicht geändert. Wann denn auch? Passwort ändern. Altes Passwort. Und das neue Passwort, das kein Mensch von euch kennt. So. War das schon mal? Das heißt, wir haben unser Lager. Und dann fehlt uns. Oh. Ein Schamane. Ein seltener Anblick. Hauptsächlich sieht man hier natürlich wieder Krieger. Und zwischendurch mal so ein Schamanen oder Nier. Die gefühlt aber auch eher nur Lager-Accounts sind. Und halt dann
Haben wir hier so. Oh, ein 72er. Oh, ja. Noch ein 72er. Ach, Leute. Aber sonst habt ihr nichts zu tun. Wisst ihr, wie kurz der Server online ist? Ja, okay. Es gibt Leute, die machen das am ersten Tag schon dann, aber. Gut, ich halt nicht, ne? Die sind auch nicht alleine. Ja, wir nehmen das jetzt erstmal einfach an. Das auch, damit wir es öffnen können. Verkaufen. Ja, das Geld brauchen wir. Mit Enter kann ich nicht bestätigen, ne? Nein, kann ich natürlich nicht. Das war natürlich auch noch was Schönes. Oh, diese 200 Young-Dinger bestätigen auch noch. Das ist so ein Witz. Ja, okay, die Tiere sind tatsächlich absolut gar nichts wert. Nutze ich eh nicht. Auch nicht. Behalte ich. Das kann weg. Der Großteil kann tatsächlich halt einfach weg, ne? Weißt du was? Ja, okay, die 1%, scheiß drauf. Kann weg. Selber halte ich auch noch. Ja, und ich glaube, das war's dann, ne? Verkauft echt Mühe für 200. Ja, 200.000. Wer nicht drauf achtet, ist ganz schnell sein Young los. Was ein Arschloch-Shop. Na, ganz ehrlich. Hier, direkt. Dieser Shop, ne? Braucht ihr nie was kaufen, der Typ ist ein Abzocker. Gut, damit haben wir das. Das haben wir alles soweit durch. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen leveln. Falls hier irgendwas Besonderes ist, kann ich das hier immer noch aufnehmen. Aber ansonsten level ich jetzt tatsächlich erstmal. Und dann sehen wir uns dann ein bisschen höher. Ich schätze mal so, ab 18 werde ich wieder ein bisschen was zusammen haben, was ich aufnehmen kann. Zum Beispiel meine neuen Rüstungen, die ich dann brauche und all sowas. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.